Der Kommunikationsexperte und Coach Michael Möslang hat für uns Peer Steinbrück beobachtet und seine Körpersprache analysiert. Herr Steinbrück ist nicht so mit den Menschen in Kontakt. Also er schaut eher in die Runde, er achtet nicht auf die Menschen, die ihm gegenüberstehen. Hier am Messestand sehr deutlich zu sehen. Er begrüßt, schaut aber schon die nächsten Personen an. Das ist so ein bisschen ein Sympathieproblem, das er dadurch natürlich bekommt, weil die Leute sich nicht von ihm wahrgenommen fühlen. Hier haben wir jetzt den Wahlkampf, typische Wahlkampfrede, wo er sehr viel mit schlagenden Gesten, mit aggressiven Gesten, mit kämpferischen Gesten arbeitet. Der zustechende Zeigefinger hat was von Dominanz, von Aggression. Das macht ihn natürlich auch nicht gerade sympathisch. Und wir dürfen immer nicht vergessen, die Menschen achten gerade durchs Unterbewusstsein sehr, sehr stark auf die Körpersprache und weniger auf die Worte. Die Worte sind immer relativ schnell vergessen. Hier haben wir jetzt die Szene von vor ein paar Tagen, wo er ja zu Tränen gerührt ist, die Fassung fast verliert und wo er sich mal von seiner menschlichen Seite zeigt. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass man es sieht, denn es zeigt eben eine menschliche Seite von ihm und das ist ganz hilfreich, denn wir wollen Menschen, die uns anführen und nicht irgendwelche Politadvokaten, die nur die sachlichen Dinge regeln und das kam hier sehr gut rüber. Das hat ja wirklich ganz Deutschland bewegt. Man sieht sie, sie ringen um Fassung. Von Tränen ist die Rede, eine zitternde Hand. Sehr emotionaler Moment, zusammen mit ihrer Frau in einer Talkshow. Bei einer SPD-Veranstaltung. Werden wir denn den emotionalen Peer Steinbrück, den Gefühlspeer, jetzt bis zur Wahl noch öfter sehen? Nein, das wäre ja dann geschauspielert, das wäre ja gedrechselt. Das sagen manche Leute, das sei inszeniert gewesen. Den trete ich in den Hintern. Die sind aber ganz oft, also ganz ehrlich, habe ich ein paar auch aus Ihrer Partei gehört. Ja, das finde ich aber ziemlich übel. Und das lasse ich mir auch nicht gefallen. Das ist ein Punkt gewesen, wo meine Frau einen Nerv, meine Seele berührt hat. Und mir dann zu unterstellen, das sei geschauspielert, das empfinde ich als ziemlich unfair.